Also, freut mich erstmal riesig, dass so viele Leute eingeschaltet haben. Ja, warum mache ich eigentlich so ein Sim Racing 1x1? Also, ihr habt ja sicherlich auch gemerkt, zur Zeit drehen alle am Rad. Alle echten Sim Racer sind am Start, also Pro Sim Racer, die ganzen echten Rennfahrer sind am Start und jeder will Sim Racing machen. Und mich erreichen in letzter Zeit so viele Fragen, einfach wie kann ich einsteigen, was brauche ich? Und ich arbeite noch. Also ich bin nicht noch nicht in einem Homeoffice, also ich bin im Homeoffice, aber noch nicht außerhalb der Quarantäne und es ist einfach mega schwer, diesen Berg von Fragen zu beantworten. Dementsprechend habe ich mir gedacht, ich starte ein Format. Sim Racing 1x1, ganz easy. Wie starte ich mit Sim Racing? Ist der erste Tag. Mal schauen, wie es angenommen wird. Und nachdem gucke ich, wie ich es öfter machen kann und nicht. Also es gibt jetzt erstmal so ein, ich sag mal, Theorieteil. So, Anfangsteil, ich versuche so 30 Minuten draus zu machen. Das sind 8 Slides, glaube ich. Wenn ich zu jeder 2 Minuten sage, wisst ihr in etwa, wie lange es dauert. Also, ja, wie starte ich eigentlich mit Sim Racing? Das ist voll die gute Frage, weil was ist eigentlich Sim Racing? Wo fange ich überhaupt an? Zu mir selbst, meine ersten Entry Points mit Sim Racing waren eigentlich, also da gab es Sim Racing noch gar nicht. Das war damals mit Nyland, der jetzt hier gerade zu Scratch hat. Und wir haben dann damals Bleifuß, Colin McRae Rally, das ist eine geile IndyCar-Spiel, Indy 500 oder so, gespielt. Und dann über die Zeit kamen halt so bestimmte Titel wie Live for Speed, Race 07, GTR. Und da hat sich das halt draus entwickelt, so Sim Racing, also wirklich so von ganz, ganz, von ganz, ganz kleinen Steps an, bis es halt heutzutage so super professionell ist. Genau, und wie Nils Neiland schon sagt, wo kann ich anfangen? 4000, 4K-Hardware, aber kein Game. Das genau machen wir nicht. Genau, F1 1995 auf der PS1, das war Hammer. Immer die gleichen Kommentare. Reifen hatten 8 Pixel oder so, oder 8 Polygonen, und dann ging es los. Also, wir starten jetzt mal. Ich schaust mir, oh, automatisch das Slide gewechselt, genau. Was ist Sim Racing? Eigentlich, ja, atemberaubende Zweikämpfe, Überholmanöver, einfach Rennsport, ne? Was heutzutage natürlich durch bestimmte Institute und Verbände so ein bisschen aufgegriffen wird, wo sie sich Sim Racing einleiben wollen, ist Sim Racing ist Motorsport. Nein, ist das nicht. Also, Sim Racing ist, wenn dann, die Simulation von Motorsport. Aber im eigentlichen Sinne ist Sim Racing ein E-Sport. Also es ist, wir sitzen an einem PC, wir nutzen, im Gegensatz zu Counter-Strike, League of Legends, FIFA, nutzen wir wirklich die Sachen, die die Rennfahrer in echt nutzen. Also Lenkrad, Pedale, nutzen auch die Telemetrie, wir haben Top-Teams, haben Fahrzeugingenieure. Also da ist das nicht so weit weg von der Realität, aber es ist trotzdem kein Motorsport, weil wenn es Motorsport wäre, würden wir nicht zu Hause sitzen, sondern in echten Rennautos mit den echten Fliehkräften. Und man muss sagen, Sim Racing hat einen Vorteil im Gegensatz zum Motorsport. Es kostet einfach mal keine halbe Million im Jahr, um den GT3 fahren zu können. Ne? Also wir kommen gleich zu den Kosten. Es ist auch kostenintensiv. Aber nicht so, dass man ein Familienhaus braucht, um das überhaupt fahren zu können, oder dass das Familienhaus aufgibt dafür. Vielen Dank für die beiden Kommentare. Genau, was brauche ich überhaupt? Also am allerersten. Vielen Dank für den Follow. Als allererstes Spaß am Fahren. Also wirklich, wenn ihr keinen Bock habt auf Motorsport oder generell fahren, dann lasst es. Wird ja die Hauptbeschäftigung sein. Danke für den Follow. Ich muss das mal ein bisschen anders unterlegen, damit ich genau sehe, wer followt. Also, einen Moment. Mein Aktivitätsfeed. So, danke Lu99, Patrick Massmann und NexuGrow. Das Passwort, Linke, für den Server ist genauso wie der Servername, also Erlebniswerk. Da komme ich später auch noch drauf. Genau, kommen wir zurück. Spaß am Fahren, super wichtig. Ihr werdet so viel fahren, wie kein Rennfahrer in der Realität fahren würde. Danke für den Follow, Follower.
sollen die Welt wesentlich, wesentlich mehr fahren, weil es im Gegensatz zum echten Fahren einfach keine Zeitlimitation und Geldlimitation gibt. Ja, ganz klar, sobald ihr ein bisschen weiter im Fahren seid, braucht ihr eine gewisse Leidenschaft für komplizierte Sachverhalte. Es ist einfach so, dass jedes Sim einfach schwierig einzustellen ist in dem Bereich, wo man dann halt vorschreitet. Und dass die Hardware auch gewisse Konfigurationsmöglichkeiten hat und die muss man halt alle wirklich ausloten, damit man für sich persönlich auch das beste Setup findet. Ja, also nicht Auto-Setup, sondern einfach nur das Setup, wie das Lenkrad sich bewegt, wie die Force-Feedback-Kräfte sind und wie zum Beispiel der Pedaldruck ist. Ja, mein Lieblingsding ist Leidensbereitschaft. Also, wenn es eine Sache gibt, die ich im Sim Racing gelernt habe, es wird immer jemanden geben, der ist besser als du, selbst wenn du der Beste bist. Derzeit. Es ist halt das Gute, im Sim Racing gibt es keine Vorteile dadurch, dass du Werksteam bist oder Satellite-Team mit sehr vielen Aufklebern von einem super tollen Team oder einfach mehr Geld hast. Das Geld, was du investieren kannst, ist das, was du in deine Hardware investierst. Und der Rest ist für alle gleich. Alle haben den gleichen Porsche Cayman GT4. Die haben da so ein paar Sachen im Setup, die sie einstellen können. Aber im Grunde ist dein einziges Werkzeug oder die einzige Ressource, die du hast, Zeit. Wer mehr Zeit hat, ist meistens auch schneller, weil er mehr trainiert und mehr Knowledge vom Setup hat, also was man einstellen muss. Und natürlich kompetitiven Spirit. Also du solltest dich schon gerne gegen andere vergleichen können oder generell gegen andere fahren, weil, ganz ehrlich, wer fährt denn nur aus Spaß? Ja, also Gewinn gehört doch auch dazu. Moment, ich schreibe kurz das Passwort noch in den Chat. So, dann fangen wir mal an. Es gibt Sims und Hardware. Ich habe jetzt für mich persönlich so meine 4 aufgeschrieben von den Simulatoren oder Sims, die ich euch ans Herz legen würde. Und bei der Hardware habe ich so den Überblick von Trustmaster, Fanatec, Logitech, Simucube. Das sind Anbieter, die Pedale herstellen und Lenkräder. Und Simlab zum Beispiel stellt die Rigs her, also den Ding, wo ich gerade drin sitze, was ihr auch zum Beispiel auf Instagram, auf meinem Channel sehen könnt. Mein Rig sozusagen, was ich von Adhoc, von meinem Team zur Verfügung gestellt bekommen habe. So. Die nächste Slide geht erstmal um, welches Sim möchte ich denn überhaupt fahren? Ganz wichtig, ne? Also, ihr kennt das, ihr habt ein iPhone, ihr trefft jemanden, der ein Android hat. Der wird sagen, euer iPhone ist scheiße. Ihr werdet sagen, vielleicht Android finde ich auch scheiße. Und genau dieses Thema gibt es im Sim Racing 1:1. Das Problem ist bloß, dass Sim Racing so fragmentiert ist. Es gibt Raceroom, es gibt Need for Speed, es gibt iRacing, es gibt R-Factor 2, R-Factor, Assetto Corsa, Assetto Corsa Competizione, Automobilista, Pipapo. Und dieser Titel hat seine Anhänger. Ja? Und wirklich, ist es doch scheißegal, was ihr fahrt. Fahrt einfach, habt Spaß und respektiert, was der andere mag. Und vor allen Dingen gibt es einfach Sims, die man fährt, weil man halt diesen Anspruch darauf hat. Ja, also Gran Turismo zum Beispiel, wo ich bei der Nissan GT Academy auch war, Gran Turismo ist so auch eine Sim, aber es ist halt auch ein bisschen Arcade. Aber ich würde halt niemals sagen, nein, Gran Turismo solltest du niemals fahren, weil da ist der Online-Multiplayer auch mega geil. Man hat richtige Rennen und man kommt auch sehr schnell in sehr coole Geschichten rein, wie die Nissan GT Academy. Dementsprechend ist für euch wichtig, was ist denn eigentlich euer Ziel? Ja, also wollt ihr einfach nur fahren? Wollt ihr euch vergleichen gegen andere? Wollt ihr einfach trainieren? Vielleicht seid ihr auch echte Rennfahrer, die nicht wissen, was sie machen sollen, wo sollen sie anfangen. Das sind alles so Fragen, die müsst ihr euch erstmal selbst stellen. Ja, die kann ich euch auch nicht beantworten. Wo wir gerade bei Fragen sind, wenn ihr Fragen habt, ne, haut die in den Chat rein und ich beantworte die dann am Ende von jedem Kapitel, sage ich mal. So, was möchtest du erreichen? Möchtest du einfach nur, dass du sagst, du möchtest so realistisch wie möglich fahren? Oder möchtest du mal wissen, wie sich so ein Formel-1-Fahrer fühlt? Was die alles machen müssen? Oder sagst du, ja, ich möchte mich mit anderen vergleichen und ich möchte der Beste sein? Das ist auch ein Entscheidungskriterium. Ja? Also gerade, wenn du sagst, du möchtest der Beste sein, willst du wahrscheinlich auch gegen die meisten Leute fahren. Das ist natürlich alles
was man so sich selbst stellen sollte und man dann von Entscheidungen dann ausgeht. Wie viel Zeit kannst du investieren? Das ist auch ein großer Faktor. Also viele unterschätzen, das ist es nicht. In manchen Sims ist es nicht so, dass man einfach einsteigt und fahren kann. Also man kann es schon, aber nicht mit so einem guten Ergebnis. Ich nehme da ganz gerne Assetto Corsa Competizione. Vielen Dank, Avus, für den Follow. Ganz gerne Assetto Corsa Competizione als Beispiel. Die haben das nämlich geschafft. Jedem Casual Sim Racer relativ gute Setups zur Verfügung zu stellen. Das heißt, du musst nicht erst ein Setup rausfahren und hunderte Runden fahren und erstmal überhaupt wissen, wie du diese ganzen Parameter einstellen musst. Nein, du klickst drauf, easy Setup, aggressive Setup. Ja, easy fährt sich einfach, wie der Name schon sagt. Aggressive fährt sich, denke ich, für den Einsteiger relativ schwer. Aber man kann gleich sehr weit mit vorne mitfahren bei dem SRO-Event am Wochenende, wo Nylan, der übrigens im Chat ist, gewonnen hat gegen 70 Pro Racer und 30 oder 29 Sim Racer. Da sind viele mit dem Aggressive Setup gefahren und wirklich nicht schlecht dabei gewesen. Natürlich, und der letzte Punkt, das korreliert so ein bisschen mit dem echten Motorsport, ist, wie viel Geld kannst du investieren? Ja, also Assetto Corsa zum Beispiel kostet jetzt gerade nur noch, sehen wir gleich, glaube ich, 14 Euro. iRacing ist da gleich ganz am anderen Ende. Da brauchst du eine Subscription, da musst du eine Strecke kaufen, musst du ein Auto kaufen, da bist du gleich bei einem viel größeren Investment und weißt gar nicht, bevor du es gefahren hast, ob es dich überhaupt interessiert. Dementsprechend habe ich einen kleinen Überblick bereitet. Könnt ihr ja mal kurz sacken lassen, während ich kurz was trinke. Genau. Wir haben hier die vier angesprochenen Sims, eigentlich fünf, ne, wenn man Assetto Corsa, Competizione und Assetto Corsa trennt. iRacing, RaceRoom, R-Factor 2. Ich habe versucht, so wenig meinen eigenen Bias da reinzubringen wie möglich, weil ich finde, es sollte so userfreundlich für euch sein und so ehrlich wie möglich. Und ich habe erstmal angefangen, wie ist der Content aufbereitet. Also, wenn wir jetzt iRacing uns angucken, da ist wirklich jeder Content, den ihr habt, also jedes Auto und jede Rennstrecke komplett Laser gescannt. Das heißt, die stellen da so einen DARPA-Laser hin, der hunderte Laserstrahlen pro Sekunde ausmisst in alle Richtungen und dann wird das Auto sozusagen so vermessen. Das bringt natürlich, die Technik nutzt natürlich auch andere Sims, bloß iRacing halt für alles, für Strecken und Autos. Und der Vorteil bei diesem Laserscan ist zum Beispiel, dass diese Laserstrahlen sogar die Oberflächenrauigkeit abnehmen von einer Strecke zum Beispiel. Das heißt, die Hersteller, die Strecken Laserscannen mit diesen Lasergeräten, brauchen nicht mal mehr diese Reibungswerte eintragen, weil der Laser das anerkennt und also das erkennt und sagt, guck mal hier, der Teer hat die Rauigkeit von so und so viel, was war's? Ich hab's vergessen. Weiß jemand im Chat, wie man die Skala nennt? Pro? Na gut. Und das habe ich jetzt erstmal verglichen. Also bei iRacing können wir einen Haken dran machen, da ist alles gelasergescannt, ja. Die Autos, da gibt es eine Ausnahme mittlerweile, die kriegen teilweise die CAD-Daten von den Herstellern oder den Rennteams, was ziemlich krass ist, weil die CAD-Daten noch genauer sind als Laser. Da hat so ein Auto dann 20 GB als CAD-Daten. Das wird natürlich nicht in die SIM geladen, sondern noch reduziert. Bei RaceRoom ist der Content teilweise laserscannt, soweit ich weiß. Also manche Strecken wie die Nordschleife zum Beispiel sind laserscannt. Die anderen sind halt über GPS-Daten und Fahrdaten und so dann nachgebaut, was natürlich auch voll gut ist. Da möchte ich jetzt keine Wertung abgeben im negativen Bereich. Das ist halt alles noch einen sehr hohen Standard. Das sollte man niemals vergessen. Bei Assetto Corsa und Assetto Corsa Competizione, beziehungsweise fangen wir bei AC an, da sind auch Strecken Laserscannen, zum Beispiel Spa, Nordschleife, und bei Assetto Corsa Competizione sind sie halt voll balls out gegangen. Da ist jede Strecke Laserscan. Also alle Strecken im Blancpain-Kalender sind Laserscan. Und die haben letztens. Ja, Johnny, man wird hier an die Hand genommen. Komm mit mir.
da ist ja jede Strecke Laserscan, auch die ganzen neuen, die haben jetzt den letzten DLC rausgebracht, International Trackpack, da ist Suzuka, Bathurst und noch eine weitere Strecke dabei, die ich vergessen habe, Kyalami. Genau, und bei R-Factor 2 sind die Strecken teilweise gelaserscannt, zum Beispiel da haben sie jetzt die Nürburgring 24-Stunden-Variante und GP rausgebracht. Ja, was ist natürlich für euch wichtig? Ihr wollt natürlich fahren. Heutzutage ist es eigentlich so, dass viele Systeme, viele Sims Online-Zwang haben. iRacing zum Beispiel hat einen Online-Zwang, das kann man gar nicht offline fahren. Raceroom, soweit ich weiß, auch. Assetto Corsa Competizione und das normale AC kein zum Beispiel. R-Factor 2 kann man auch offline fahren. Ein Britpack für ACC, nice. Das hört sich doch gut an. Ich liebe zum Beispiel die Strecken in Großbritannien, Snetterton, Alton Park. Das sind wirklich grandiose Strecken. Natürlich Silverstone, Brands Hatch, darf man nicht vergessen, Donington. Beim GT4-Pack ist das Coole, da sind beim GT4-Pack muss ich sagen, ist das Coole, da sind ein paar Leute bei, die ich auch kenne, und da freue ich mich schon, deren Autos zu fahren, weil es dann irgendwie cool ist, dann von einem Kumpel oder einem Bekannten halt das Auto zu fahren, was in echt fährt und fest ist in der Sim. Genau, zum Beispiel Cem Buluk, der früher bei Red Bull Racing war oder noch immer, der ist auf dem M4 GT4 gestartet, war auch ziemlich gut in der GT4. RSO sogar. Also von daher nicht schlecht. Genau, und dieses 24-7-Fahren gibt es halt noch ein paar Unterschiede. Es gibt zum Beispiel Skill-Based Matching. Das heißt, du hast so ein, wie soll ich sagen, du hast so einen Wert, der sagt aus, wie gut du theoretisch bist. Ja? Und das Coole daran ist, diese Systeme, es melden sich 100 Fahrer an und du wirst nicht als Fahrer, der eine 1,32 fährt, mit Fahrern zusammengepackt, die zum Beispiel eine 1,28 fahren. Da würdest du ja niemals hinterherkommen. Dieses Skill-Based Matchmaking sucht zum Beispiel raus. Im Sim Racing heißt es nicht Elo. Das ist dann wieder auf die Titel zum Beispiel umgemünzt. Bei iRacing heißt es einfach iRating. Bei Assetto Corsa Competizione heißt es, glaube ich, Ranking. Das kommt drauf an. Bei Assetto Corsa Competizione ist es teilweise rundenbasiert, weil du dein Ranking über Competitions steigern kannst. Aber auch, wie sauber du auf der Runde fährst, wie wenig Kontakt du hast, wie oft du die richtige Linie triffst. Also bei Assetto Corsa Competizione ist der Algorithmus zu deinem Rating schon sehr, sehr kompliziert. Aber der trifft auch sehr genaue Voraussagen. Also ich habe bis jetzt alle Rennen, die ich da gefahren bin, das ist glaube ich 40 Stück oder so. Ich bin nie gegen Leute gefahren, die super viel schneller waren als ich oder super viel langsamer. Es waren immer sehr, sehr enge Rennen und das ist wirklich top. Das funktioniert natürlich besser, umso mehr Fahrer gleichzeitig online sind. So, bei Raceroom ist dieses Ranking, Skill-Based Ranking teilweise aktiv. Die haben da so extra Server für und bei R-Factor 2 gibt es das zum Beispiel gar nicht. Bei Assetto Corsa gibt es das auch nicht. Erst ab Assetto Corsa Competizione. Dann gehen wir mal kurz zu den Hardware-Anforderungen. Also iRacing hat so mittlere bis hohe Hardware-Anforderungen. Also da könnt ihr locker mit einer mit einem i5 8600 und einer Nvidia 1550 fahren. Das Setup hat zum Beispiel Lukas aus meinem Team. Ich habe einen 3700X von AMD und eine AMD 580RX. Da kann man fast hohe Hardware, also hohe Settings fahren in iRacing. Mach ich aber nicht, weil ich versuche 144 Hz die ganze Zeit zu halten aufgrund dieses tollen Monitors. Ja, Raceroom hat relativ geringe Hardware-Anforderungen, läuft auch auf jeder Kartoffel, das ist ganz cool. Das sieht jetzt für mich persönlich sieht das nicht ganz so fotorealistisch aus, aber natürlich ist da auch ist der Shift wahrscheinlich ein bisschen anders gelegt in der Sim, dass man halt versucht, so viele Leute wie möglich zu erreichen. Ja, AC ist wirklich absolut mittlere bis hohe Hardware-Anforderungen. Da kann man sogar über verschiedene Community-Patches das alles noch so weit reduzieren, dass man wirklich ganz easy konstant 144 Hertz hat. FPS, Entschuldigung. Das ist auch cool. In Assetto Corsa sowieso die Community Community-Development, Mods und so. Da gibt es nichts, was es nicht gibt. Da kann man selbst mit dem Schulbus rumdriften. Ja?
Also, imagine that. R-Faktor 2 hat relativ hohe Hardware-Anforderungen, muss ich sagen. Wir haben R-Faktor 2 bei uns im meines Erlebniswerk. Und da haben wir richtig beefige Hardware, um konstant überhaupt 100 Frames zu halten. Und das dann auch selbst mit 3-4 Autos ist das schon ziemlich hart. Liegt aber auch daran, glaube ich, dass R-Faktor 2 super viele Physics-Berechnungen im Hintergrund macht und so. Also von daher auch nicht verwunderlich. Ja, die Kosten. Das ist natürlich jetzt ein Thema, was viele Leute am Anfang super abschreckt. Ich sag's hier gleich, iRacing gibt's keine Software zu kaufen, sondern es ist ein Subscription-Modell. Ich habe jetzt das Ein-Jahres-Modell reingenommen, das kostet $119. Da gibt's natürlich Einsteigerrabatte über einen Refair-Link, zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Refair-Link von mir kriegt, kriegt ihr $10 und eine Strecke gleich kostenlos dazu und sowas alles. Oder auch andere Refair-Links. Oder am Anfang 3 Monate für den Preis von 1, zum Beispiel, das empfehle ich immer, dann kann man testen und dann fährt man nur mal zu MX-5, das ist das niedrigste Auto und die festen Strecken und dann kann man da in dem Bereich erstmal gucken, wie es einem gefällt. Man muss ja nicht gleich Balls Out voll Kohle ausgeben. Die Preise sind immer ohne Steuer übrigens bei iRacing, die kommen dann an der Kasse oben drauf. Genau, ein Auto kostet, sagen wir mal, $12, eine Strecke $15. Da gibt es dann auch Rabatte, zum Beispiel, wenn man 4 Stück kauft, kriegt man 20% und oder 30%. Wenn man eine bestimmte Anzahl von Pieces schon hat, dann kriegt man auch nochmal 30% und die Multiply-Buy-Rabatte dazu. Also, umso mehr man hat, umso günstiger wird es. Am Ende zahle ich für eine Strecke, glaube ich, nur noch die Hälfte oder sowas mittlerweile. Ja, Raceroom ist da erstmal Euros. Und deutlich günstiger, da kostet das günstigste Auto, ich habe vorhin im Shop einfach mal so durchgeblättert, 2 Euro und das teuerste 4 Euro. Dafür natürlich ist das halt alles, sag ich mal, jetzt nicht so datenbasiert wie bei iRacing. Ja, also deswegen kann ich auch den Preisunterschied schon vollkommen rechtfertigen. Also es ist nicht so, dass jetzt die bei Raceroom sagen, klick, klick, klick und das Auto ist jetzt so, sondern die gucken natürlich auch, wo liegt der Motor, wie viel Newtonmeter, wie ist die Aufhängung und so, aber iRacing ist das alles nochmal ein Tück detaillierter. Strecken kosten zwischen 3 Euro und 7,97 Euro. Ganz komisches Preismodell. aber 7,97 Euro ist die Nordschleife und das ist, glaube ich, die einzige Strecke, die so teuer ist. Ja, bei AC muss man ganz ehrlich sein, ist meiner Meinung nach der beste Deal. Wenn man zum Beispiel Assetto Corsa, die Ultimate Edition nimmt, da sind alle DLCs drin. Das sind 5 Stück, glaube ich. Oder mehr sogar, die haben echt, wow, super viele DLCs. Da ist man zwischen 11 und 15 Euro bei dem Key-Händler eures Vertrauens. Ja. Bei ACC ist man bei ca. 25 Euro für das Base-Game und 13 Euro kostet der DLC. Der DLC enthält dann noch die aktualisierten GT3s für 2019 und die 3 Strecken Kialami, Bathurst und Suzuka. So, dann gucken wir uns doch mal die Concurrent Plays an. Das ist natürlich für euch relativ wichtig, wenn ihr sagt, ihr seid so super competitive. Dann wollt ihr natürlich auch mit so vielen Spielern wie möglich fahren. Warum? Mehr Spieler, mehr Competition. Da ist jetzt iRacing, muss man sagen, vollkommen am Explodieren. Ich hatte gestern Abend mit Fabio Grosse und Lukas im TS, also im Discord saßen wir, im TS, Hummer. Da haben wir nachgeguckt, innerhalb von 2 Wochen ist iRacing um 8000 Mitglieder gewachsen auf dem Road-Bereich, also auf dem Rundstreckenbereich. Raceroom hat im März 2600 Spieler concurrent gehabt als Maximum und man muss sagen, als zweitstärkstes ist hier ganz klar Assetto Corsa mit 7700 Spielern im März und Assetto Corsa Competizione mit 4100 Spielern. Wobei wahrscheinlich Assetto Corsa Competizione jetzt nach dem SRU-Event nochmal einen richtigen Schub kriegt, was es auch absolut verdient. R-Faktor 2 ist da leider ein bisschen hinten dran mit 1400 Concurrent Spielern. Ja, finde ich ein bisschen schade,
Aber die, wie soll man sagen, die machen jetzt auch sehr viel Marketing. Die haben ja auch dieses Drive Against Pros und sowas alles. Ich denke, da wird sich jetzt in nächster Zeit auch was verändern. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, weil ich auch persönlich Leute kenne, die dort arbeiten und denen natürlich wünschen würde, dass das für die auch bergauf geht. Hat jemand Fragen?